Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Arschgrau Edition. Und wie ich im letzten Part gesagt habe, habe ich ein bisschen Offscreen trainiert. Und dann kam auch noch ein blöder Fehler. Ich konnte, also mein Pokémon hat sich irgendwie aufgehängt. Immer wenn ich unter Start ging und mein Pokémon anschauen wollte, kam Black Screen, also musste ich komplett neu anfangen. Ich habe mir noch gleich einen neuen Emulator geholt, einen No-Cache-GBA. Davor hatte ich den Besuch und habe jetzt mit Speed Mode alles wieder hierher gespielt. Dann habe ich auch schon ein bisschen trainiert. Dann habe ich jetzt, ich habe mein Raubbeet zu einem, also ihr seht schon, Pikachu ist jetzt auf Level 18. Mein Taboga habe ich auf Level 16 trainiert. Ich habe Raubbeet zu Smetbo oder Butterfree weiter trainiert. Und das dürfte ein Shiny Kokone sein. Ich habe es mal gefangen, weil es aussieht wie ein Shiny und sowas sieht man ja auch nicht alle Tage. Und ja, wie ich schon im letzten Mal gesagt habe, fordere ich jetzt die Gegner heraus, also Rockhop. Mit diesem Team dürfte es eigentlich machbar sein. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass wir ja einen Lightbolt bekommen haben, der die Attacken von unserem Pikachu stellen kann. Das werden wir jetzt auch gleich einen Quatsch geben. So. Dann werden wir uns auch noch ein paar Tränke holen und dann denke ich mal, dass wir weiter spielen können. So. Das dürfte das Einkaufscenter sein. So. Wir nehmen Trank. Und wie viel nehmen wir? 10, 11, nein. Nehmen wir 5 Tränke. Das dürfte dann auch nehmen. Paraheil oder sowas brauchen wir eigentlich nicht. Und ich habe wirklich noch nichts getan, wo ich jetzt wieder neu angefangen habe. Ich spiele jetzt wieder rein gegen Rocco. Und ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon gegen Onix gespielt habe. Ich glaube nicht. Ich spiele jetzt einfach mal gegen ihn und ja. Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen werden. Seine Felsen hat fest entschlossen zu sprengen. Und er ist jetzt, ja, okay, gut, ich habe schon gegen seinen Onix gekämpft. So, ich greife sofort mit Donnerschock an. Das zieht schon ordentlich, wie ihr seht. Also, ich denke, mein Training hat sich ausgezahlt. Ich hoffe, dass jetzt noch ein Donnerschock genügt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ja. Ihr seht, Training hat sich ausgezahlt, Kleinstein ist besiegt. Und Rocco ist auch besiegt. Ich hoffe, das war's jetzt und dass uns diesmal wirklich den Run gibt. Okay, wir sind seine Geschwister aus dem Boden rausgesprungen. Und nein, er soll ordentlich kämpfen. Was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Oh verdammt, jetzt kämpft er wieder mit seinem Onix Level 14. Da habe ich jetzt aber schon eine Strategie dagegen. Ich setze jetzt erstmal ein Taboga ein. Das muss jetzt sich opfern für einmal Steinhaare. Ja, Steinhaare. Okay. Sieht sogar sehr gut aus. Dann greifen wir auch gleich mit Sandwürmer an. Also wie ihr seht, dürften wir in diesem Part unseren ersten Orden kassieren. Okay. Steinhagel spricht immer, das nervt. Aber man kann nichts dagegen tun. So, Sandwürmer nochmal. So, jetzt hat auch Taboga dran glauben müssen. Jetzt setzen wir Butterfree ein. Und da kommen jetzt meine Tipps ins Spiel. Wir werden probieren, Onix zu vergiften. Und ja, erster Treffer sofort war. Also einmal, also sofort getroffen, perfekt. Jetzt wird wahrscheinlich Butterfree K.O. sein. Okay, ist überlebt. Da können wir dann sogar auch noch einmal angreifen mit Windstoß.
Ich hoffe, dass ich jetzt Onix besiegen kann. Ich hoffe, es wird nicht. Okay, ich habe aus Versehen die Zettel angegriffen. Das war nicht so gut. Ja, Attacke ging daneben. Yes. Und Gift vom letzten noch einmal. Und Regentanz. Also, es regnet auch noch. Das dürfte dann Pikachu noch zusammenbringen. Onix zu. Mein Gott, hat es überhaupt einen KP gezogen? Dafür ist besiegt. Für ein Shiny Kokone, glaube ich, kann ich hier vergessen. Ich setze ja gleich mit Hauptschein. Ich hoffe, ich bekomme den ersten Schlag. Das muss sich jetzt ausgehen. So. Donnerschock und Critical Hit. Onix ist besiegt. Ich hatte den ersten Orden. Yes! Jawohl, mein Training hat sich ausgezahlt. Komm, dann jetzt muss ich den Raum bekommen. Ich habe den. Yeah. Den Steinohren oder Filzohren oder wie noch immer. Er hat uns auch seine Themen gegeben, das dürfte Steinhagel sein. Und ja, wir haben Rocco tatsächlich besiegt. Wir haben seine Felsenfest entschlossen zersprengt. Und das mit unserem Training, das wir letztendlich auch ausgezahlt haben. Hier kommt Finn auf Flynn. Flynn ist zum Vater. Ja, weil Rocco hat sich ja nur für seine Familie die ganze Zeit gekümmert, weil sein Vater abgehauen ist und seine Mutter ist ja tot, glaube ich. Und jetzt sind alle weg und jetzt kümmert sich Flynn wieder um die Kinder, glaube ich. Total krank. Nee, somit hätte ich jetzt auch erstmal diese Arena geschafft. Auch müssen wir nur noch sieben Rennen, die Top 4 und den Champ besiegen, dann ist dieses Let's Play auch wieder vorbei. Das geht ja sehr schnell. Okay, welches Pokémon ist jetzt an der Spitze? Könnten. Nehmen wir dran ein bisschen Butterfree. Butterfree ist ein cooler Name. Ja, dann gehen wir jetzt. Ja, wir können jetzt weitergehen. Und jetzt gibt es wieder haufenweise Trainer. Ich hoffe auch, dass die ein paar Level haben, wo wir auch trainieren können. Taubsi Level 9. Seufz. WTF. Das müsste eigentlich ein Bonnie-Kill sein. Wir sind Level stärker als dieses Taubsi. Noch ein Taubsi. Wenn jetzt aber alle Taubsi haben, dann glaube ich kämpfe ich mit Pikachu. Sollte dann etwas klüger sein. Naja, nicht. Ist nicht ein schönes Wetter heute. Wie ihr merkt, nehme ich wieder am Abend auf. Schrägstrich nach. So, was ist das für ein kleiner Fuzzi? Ein Youngster. Ein Youngster. Mit Rapfratz Level 11. Ruckzuck hier. Komm schon. Windstoß. Zumindest ist der nicht hier. Warum müsste der mit Problemen ganz knapp überleben? Jedenfalls hat es sich ausgezahlt, dieses Raubtier hochzunehmen. Ich wusste gar nicht, welcher Tag. Smetbo, okay, das war noch ein Fehler von meinem Headset, wie ihr merkt, Lautsprecher. Ja, gut, Rattan. Das wird mühsam. Ich glaube, ich wechsle wirklich auf Pikachu. Was, das lebt noch?
Oh mein Gott. So, jetzt ist es aber down. Und Butterfly, ja, 145 Punkte, Level 50 ist es. Ich will wissen, ob dieses Pikachu, was ich da habe, ob das einen Käfer macht. Ob das einen Donnersturm nimmt. Weil Raichu wäre schon stark, aber ich weiß nicht, dass ich ja Pikachu eine Serie auch nicht weiterentwickeln wollte. Glaube ich, lasse ich es so, wie es ist. So, lass mich das nach 3 Wochen killen. So. One Hit Kill. Komm schon bald dafür, da kann ich wenigstens leveln. Ein Kokuno. Ja, es ist gelb. Das Kokuno, was ich gefunden habe, war so leicht grün. Daher glaube ich auch, dass es ein Schelm ist. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Na gut. Was soll's? Ein Raubwürgel 9. Alle Pokémon auf Level 9. Wir sind einmal im Gute drin. Ich brauche Level. Ein Metapod dürfte ein Surfcoin sein, oder? Oh mein Gott. Und besiegt. Sehr gut. Also ich glaube, Smetko ist ja das Pokémon, was sich am frühesten tut. Dreimal. Oh mein Gott. Mein Herz. Meine Lautsprecher. Ich hoffe, ich kann das bald ändern. Also ich werde sich da gegen jeden da unten bei mir kämpfen. Ich werde jetzt einfach nur da durchmarschieren. Ob man das gleich ist wie bei Feuerhoch. Genau, Feuerhoch. Alle 14, sehr gut. Also wenn das gleich ist, wie das noch gut. Dann komme ich jetzt dann gleich in eine Höhle und da wird es dann eben nervend. Wartet mal bitte kurz, ich bin gleich. So, ich bin wieder da. Ich müsste nur ganz schnell mich mal bei Skype und bei X-Fab melden, weil immer wenn da einer online geht oder so, kommen Geräusche, die bei einem Let's Play wirklich nicht angebracht sind. Ja, jetzt geht's weiter. So, Zubat. Komm schon. Und sehr gut. Zubat ist besiegt. Das muss jetzt einmal Punkte geben. 172. Sehr gut. Ja, kleines Opferkind. Cool, laufendes Pokémon sind noch. Das soll ich einmal lösen. Okay, was geht hier vor? Ein Professor wird von einem Zubat attackiert. Wir müssen mal sehen, welches Level dieses Zubat hat. Na gut, dann sehen, das brauchen wir nicht. Ich dachte, das war ein richtig starkes Zubat, aber ein Level 7 Zubat ist schwer zu fangen. Ja, One Hit Kill. Das ist einfach nur erbärmlich. Thank you so much. My name is Simon. Ah, okay, klar doch, ja, ich kenne mich auch so. Ist bei diesen Steinen etwas? Okay, es hat sich irgendwie plötzlich der Bildschirmfarbe verändert. Och komm. Zum Glück sind Fackeln aufgestellt, damit man den Weg leichter findet. Ich hoffe, ich komme da bald durch und da der Part ohnehin gleich zu Ende ist, werden wir erst im nächsten Part die Höhle verlassen. So. Nein, bleib drin, Snapo, bleib drin, Butterfree. Butter ist frei, Butter frei und Knochen so.
Es gibt irgendeine Serie, wo Knochenzähler ja, ist unglaublich stark ist, was ich ja überhaupt nicht verstehe. Ja gut. Hat er früher halt dann 17. Und ja, wir hören jetzt auch gleich bei jedem Kampf auf. Und ja, im nächsten Part werden wir dann die Höhle fertig.